Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Let's Play Minecraft, aber entspannter. Es ist ja die Fortsetzung der ersten Staffel. Und ja, wir spielen nicht nur entspannt, wir spielen sogar entspannter. Und ja, so viel zu diesem Thema. In dieser Folge hätte ich mal geplant, meinen Hausbau hier fortzusetzen. Zu diesem Zweck brauche ich mal kurz hier noch eine Axt, um die Restbäume hier aus dem Weg zu räumen. Sadala. Das können wir dann natürlich zumachen. Eigentlich können wir hier, eigentlich machen wir uns hier eine Steinaxt. Aha. So, natürlich geht das so nicht. So. Nein. So. Genau. Hier einmal eine Steinaxt, weil mit der können wir jetzt hier wesentlich effizienter die Bäume abbauen, damit wir uns hier auch einen schönen Unterschlupf mit Seeblick hier, ja, hier bauen, hier errichten sozusagen. So. Gut aus. Also ich würde eine Raumhöhe von 2 bis, also eigentlich von 3 Blöcken anstreben hier. Und vorne raus dann ja eine Tür mit Glasfront. So. Na, das haben wir doch ganz gut hinbekommen. Jetzt muss ich da natürlich diesen Baum hier auch noch etwas zurückstutzen. So. Ja, der muss auch weg. Dass wir da eine gute Rückwand haben. Ah, jetzt haben wir da kurz abgestürzt. So, dala. Eine Schaufel haben wir ja auch noch. Dann müssen wir hier die Erde abtragen. Da, um das schön unsere Wand hier einziehen zu können. Die brauchen wir nicht, die Erde. Aber das brauchen wir. So, dann nehmen wir den noch mit. So viel Bruchstein haben wir nicht. Dann müssen wir uns kurz noch mit Stein versorgen hier. Auf dem Weg können wir eigentlich gleich unsere Allee hier etwas erweitern. Okay, und wir müssen dann noch eine Schaufel craften. So, weil ich habe gesehen, wir haben hier noch 2
Eichensetzlinge und 2 Birkensetzlinge. Ja, die werden wir gleich hier schön in der Allee platzieren. So, da, sehr gut. Hoppala, ist das. Man sollte an und für sich ja nie gerade hinuntergraben, aber in Ausnahmefällen trauen wir uns das einmal. So. 10 Bruchstein. Na, wir brauchen da viel Bruchstein. Aber dafür wird es dann eine stabilere Hütte. Und fürs Dach hätte ich mir gedacht, das Dach könnten wir als Holzkonstruktion könnte man das bauen. Na gut, also ja. So. 24, das muss vorerst einmal reichen. 24 Bruchstein. Aus dem, also da werden wir uns gleich noch eine Axt machen, also eine Steinspitzhacke. Und dann müssen wir hier nochmal. So. Dann werden wir nochmal kurz hinunterlaufen. Genau. Ah, falsch. So wollen wir. Genau. Ja, und da müssen wir eine Treppe einbauen. Das allein aus Effizienzgründen, dass wir da hier schneller auf und ab kommen. So, mit der Steinspitzhacke geht das natürlich wesentlich besser. Okay, 39 müsste schon bald einmal reichen, glaube ich. Aber wir werden sehen. Ich baue lieber zu viel ab als zu wenig, nicht dass ich nochmal herunterkommen muss. Hier könnte man dann eigentlich einen kleinen Pool machen oder sowas. So. Ein Schweinchen da drüben. Oh, das ist auch interessant. Da geht's. Cool, da geht's runter. Müssen wir dann erkunden. So, das Hühnchen. Das kennt sich auch nicht ganz aus, wo es hin will. Sadala. Und weiter geht's. Also das muss jetzt auf jeden Fall genug Bruchstein sein. Dass sich das ausgeht. Andererseits, man sollte niemals nie sagen, ne? So, das habe ich jetzt natürlich gut gemacht. Jetzt komme ich da nicht mehr rauf. Sadala.
immer unsicher, ob sich das alles ausgehen wird. Also werden wir vermutlich noch einmal hier Bruchstein, also uns Bruchstein holen. Ah, da ist noch ein Stock. Aber das macht ja nichts, wir haben ja Zeit. So. Sobald ich Glas habe, werde ich dann doch ein paar Fenster einbauen. So, das schaut doch, ist doch eine geräumige, also eine geräumige Basis jetzt schon her, die wir da gebaut haben. Das einzige Manko ist jetzt noch, das Dach fehlt. Aber es ist ja bekanntlicherweise nichts im Leben perfekt und derzeit haben wir eben noch kein Dach, aber das werden wir bald nachholen. Wir haben ja auch noch keine Tür. So. Naja, war ja nicht so schlecht. Ist sich ja eigentlich ganz gut ausgegangen. Gut, bisschen Holz haben wir noch. Jetzt ist die Frage. Ja, so nicht. Wir brauchen aber, glaube ich, na, so auch nicht. Genau. Und dann schauen wir, ob wir, genau, einmal eine Eichentür. Da haben wir uns jetzt hier erstellt. Sehr gut. Die müssen wir jetzt noch platzieren. Ja, wundervoll. Sehr schön. Da haben wir unsere Eichentür. Gut, jetzt brauche ich da noch sechs Bruchstein. Das holen wir jetzt noch. Holen wir jetzt noch schnell. Aber wir lernen daraus, man kann nie genug Bruchstein haben. Ah, die Sonne geht unter. Da hätten wir auch gleich Kies. So. 4, 5, 6 Bruchstein, 7 Bruchstein. Muss vorerst einmal reichen. So, Hühnchen. Sehr gut, da hätten wir natürlich auch Fenster vorsehen können in unserer Hütte. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Sadala. Wunderbar. Wir haben zumindest einmal die Außenwände der Hütte fertiggestellt. Ja, in diesem Sinne würde ich das Video heute auch wieder mal beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und hoffe, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Ciao!